Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera ein echter Familienlaster, der Ford Gran Tourneo Connect, um ihn genau zu bezeichnen. Und das ist nicht einfach nur irgendein Hochdachkombi. Nein, der ein oder andere von euch wird ihn vielleicht sogar schon kennen. Falls ihr ihn erkannt habt, vielleicht unter einer anderen Marke, dann schreibt mir jetzt mal unten in die Kommentare, um welches Fahrzeug es sich handelt. Was haben wir aber heute vor? Wir machen es wie immer hier auf dem Kanal. Ich nehme euch mit auf die Alltagsverbrauchsrunde mit dem Ford Gran Tourneo Connect. Und zwar wie immer 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140, 10% Stadtverkehr. Wir wollen herausfinden, was verbraucht solch ein Familienlaster hier im Alltag unter realen Bedingungen auf der Straße. Und während der Fahrt werdet ihr natürlich alles Wichtige rund um den Ford Gran Tourneo Connect erfahren, wenn ihr dran bleibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Kanal ein Abo schenkt, wenn euch das Ganze gefällt, das Video natürlich liked und mir vor allem eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst, sodass wir am Ende des Videos hier auch über den Ford diskutieren können. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf die Reise mit dem Hochdachkombi von Ford. Einige von euch werden es sicherlich schon erkannt haben, der Ford Gran Tourneo Connect ist ein VW Caddy im Grunde genommen. Und das fällt natürlich deshalb schon auf, weil sehr viele Blechteile einfach auch gleich sind. Die Änderungen des Ford beziehen sich einfach auf den Frontstoßfänger, der hier komplett anders modelliert ist. Bei Volkswagen ist er ja quasi eine glatte Fläche, auch komplett in Wagenfarbe normalerweise lackiert oder eben schwarzes, unlackiertes Kunststoff. Hier haben wir mehr Konturen im Stoßfänger drin. Wir haben auch eine komplett andere Grillmaske, die typische Ford-Grillmaske mit der Pflaume in der Mitte, die wir hier haben, und wir haben veränderte Scheinwerfer. Es gibt hier keine Matrix-LED-Scheinwerfer, sondern lediglich ein Voll-LED-Licht, das wir jetzt hier verbaut haben. Serienmäßig kommt auch der Ford Gran Tourneo Connect mit Halogen-Scheinwerfern daher. Schauen wir uns die Seitenlinie an, da fällt auf, typischer klassischer Hochdach-Kombi, sehr steil ansteigende Frontscheibe, hohes Dach, steiler Heckabschluss, und dann am Heck sehen wir natürlich auch wieder den VW Caddy, ganz klar mit den hochkant orientierten Rücklichtern hier in LED-Lichttechnik ausgeführt. Die sind übrigens optional erhältlich. Und wir haben hier die Version mit langem Radstand. Der normale Ford Tourneo Connect hat eine Außenlänge von 4,50 Meter. Unser Gran Tourneo Connect hat eine Außenlänge von 4,85 Meter, also 35 cm mehr Länge, woraus ungefähr 25 cm mehr Radstand sind. Das heißt also, hier wird nicht einfach nur am Heck das Fahrzeug verlängert, sondern man zieht auch den Radstand auseinander, was natürlich nochmal für bessere Platzverhältnisse hier im Gran Tourneo gegenüber dem normalen Tourneo Connect entspricht. Hinter der großen und weit öffnenden Heckklappe gibt dann der Ford Gran Tourneo Connect einen riesigen Stauraum wieder. Hier kann man wirklich ganze Umzüge mit veranstalten. Wir haben in unserem Fall hier den optional erhältlichen Siebensitzer. Man kann also zwei Sitze noch zusätzlich ordern, kosten so rund 830 Euro Aufpreis. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er die zwei Sitze haben möchte oder nicht. In dem Fall hier beispielsweise habe ich einen der Sitze wegen Nichtgebrauch einmal ausgebaut. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Interessant auch die Ladelängen, wenn wir uns das Ganze anschauen, hier vom Kofferraum. Wenn wir die Siebensitzigkeit nutzen, dann haben wir 62 cm Laderaumtiefe. Wenn wir bis zur zweiten Reihe komplett laden und die Sitze in der dritten Reihe ausgebaut sind, dann haben wir eine maximale Ladelänge von 1,42 m. Und wenn wir dann tatsächlich auch die Rückbank in der zweiten Sitzreihe, das ist ein Zweisitzer und ein Einsitzer, und dafür braucht man schon kräftig Muckis, vor allem für den Zweisitzer, um den auszubauen,
dann können wir eine maximale Ladelänge bis zum Vordersitz von 2,23 Meter nutzen. Und wir haben hier auch eine Höhe, die wir nutzen können von 1,20 Meter. Das heißt also, wir haben wirklich ein richtig großes Fahrzeug. Und hier hat nicht nur eine Familie Platz, sondern entweder ein Handwerker, weil natürlich auch ein Nutzfahrzeug, oder aber schlicht und ergreifend auch der Freizeitsportler, der hier zum Beispiel Fahrräder, Surfboards oder ähnliches mitnehmen will. Und wem das noch nicht reicht, der hat noch die Möglichkeit, die Dachlast von 100 Kilo auszunutzen oder aber einen Anhänger mitzunehmen, maximal 1,5 Tonnen. Und die Stützlast auf der Anhängerkupplung, die darf 75 Kilo betragen. Nehmen wir dann Platz in der zweiten Sitzreihe, dann geht es zwar mit den Knien schon etwas enger zu, Kopffreiheit ist ohne Ende vorhanden. Wir sitzen auch am äußersten Sitz immer so leicht versetzt hinter den Vordersitzen. Das hat auch so ein bisschen leicht erhöht, also so ein bisschen so eine leichte Kinositz-Atmosphäre entsteht, wenn wir dann da hinten in der zweiten Reihe sitzen. Natürlich wird es dann auch schon ein bisschen kuschelig, was die Schulterfreiheit angeht, wenn man da zu dritt sitzt. Ein kleines Manko, oder besser gesagt drei Manko, muss ich sagen, die mir aufgefallen sind. Zum einen, es gibt nur optional erhältliche Ausstellfenster in der zweiten Reihe, die wir jetzt hier nicht verbaut haben. Und es gibt keine Sonnenschutzrollos sowie nur zwei ISOFIX-Möglichkeiten, wenn man eben den Fünfsitzer nimmt. Bei den Siebensitzern gibt es tatsächlich die zwei Sitze, die zusätzlich hinten reingebaut werden. Die haben beide auch noch zusätzliche ISOFIX-Haken. Also wer mehr als zwei Kindersitze nutzen möchte oder muss, der sei ganz klar empfohlen, die siebensitzige Variante zu nehmen, um hier einfach vier Möglichkeiten zu haben, Kindersitze mit ISOFIX zu sichern. In der ersten Sitzreihe dann sitzt der Fahrer perfekt in das Fahrzeug integriert, gefühlt auch sehr tief. Wir haben sehr viel Kopffreiheit nach oben hin und man sitzt hier nicht einfach wie in einem Nutzfahrzeug, sondern also eher erhöht, sondern eher wirklich tief im Fahrzeug drinnen. Der Fahrzeugschwerpunkt ist also damit auch nach unten noch weiter abgesenkt für ein verbessertes Fahrverhalten, zu dem wir gleich kommen. Wir haben hier ein Dreispeichen-Multifunktionslenkrad, das leider aber nicht beheizbar ist. Das würde ich mir durchaus noch wünschen. Dafür haben wir eine beheizbare Windschutzscheibe mit Heizdrähten und eine dreistufige Sitzheizung sowie AGR-zertifizierte Sitze hier in der vorderen Sitzreihe Nummer 1 mit ausziehbarer Schenkelauflage und Lordosenstütze. Die Sitze sind manuell verstellbar und bieten auch einen sehr hohen Langstreckenkomfort. Blicken wir dann über den Armaturenträger, erkennen wir natürlich auch wieder die Volkswagen-Architektur oder respektive die VW Caddy-Architektur sehr schnell wieder, denn wir haben hier die langgezogenen schwarzen Paneele mit den der Lichtinsel, die hier aber keine Touchflächen hat, sondern wirkliche, also physische Tasten bietet, was ich sehr zu schätzen weiß gegenüber diesen Touchflächen, die Volkswagen bietet. Auch das Kombi-Instrument hier ist mit analogen Rundinstrumenten und einem monochromen Bordcomputer-Display ausgerüstet. Optional erhältlich ist ein 10,25 Zoll großes, voll digitales Kombi-Instrument. Das 10 Zoll Display haben wir hier in der Mittelkonsole noch zusätzlich verbaut. Das ist für das optional erhältliche Navigationssystem, das natürlich auch eine Internetverbindung hat, sowie Apple CarPlay und Android Auto hier als Konnektivität zusätzlich bietet. Wir können das Smartphone in der Mittelkonsole optional induktiv laden. Das ist unter einer Klappe blickdicht gesichert, was ebenso dann sozusagen den Anreiz für den Fahrer minimiert, nochmal zum Handy zu greifen, was ich gut finde. Wir haben des Weiteren in der Mittelkonsole noch zwei USB-C-Anschlüsse und eine 12-Volt-Steckdose. Was Ablagemöglichkeiten hier im Ford Grand Tourneo Connect angeht, sind natürlich zahlreiche Ablagemöglichkeiten vorhanden. Wer das Glasdach hier oben übrigens nicht ordert, der bekommt noch zusätzliche Staufächer hier an der Deckenkonsole. Oder aber eben zusätzlich haben wir hier noch hinter dem Armaturen
beziehungsweise in diesem Dashboard noch auf dem Armaturenbrett nochmal Ablagemöglichkeiten. Wir haben große Türtaschen, allerdings leider in robusten Kunststoff ohne Filzauskleidung. Das würde ich mir durchaus noch wünschen. Gerade wenn man hier noch eine Pkw-Variante hat, könnte man da meiner Meinung nach noch einen Filz reinlegen, damit die Klappergeräusche hier nochmal etwas reduziert werden. Die Armauflage ist in der Höhe einstellbar. Was gut ist, unter der Armauflage gibt es auch noch ein kleines Ablagefach. Also Ablagemöglichkeiten gibt es hier genügend. Auch im Fond ist die Möglichkeit, nochmal Lüftungsaustritte zu genießen, sowie zwei USB-C-Anschlüsse. Wir haben auch in den Vordersitzlehnen noch Sitztaschen integriert. Und was wir auch noch haben, sind die in der Höhe verstellbaren Tischchen, die relativ stabil sind und auch ganz gut nutzbar sind, vor allem wenn man mit Kindern länger unterwegs ist. Da könnt ihr dann eben ganz gut Tablets oder ähnliches ganz gut draufstellen oder auch mal einen Becher in die ausgeformte Fläche einsetzen. Kommen wir jetzt aber natürlich zum Fahren und zum Antrieb. Unter der Haube des Ford Tourneo Connect arbeiten hier Turbotriebwerke. Es gibt zwei Turbodiesel und einen Turbo-Benziner. Die sind natürlich auch von Volkswagen bekannt. Und zwar haben wir als Benziner einen 1,5 Liter Vierzylinder-Turbo-Benziner mit 120 PS unter der Haube. Und bei den Dieseln können wir wählen aus zwei 2,0 Liter großen Turbodieselmotoren mit 102 oder 122 PS. Die leistungsstärkste Variante, die wir aktuell hier fahren. Der Motor entwickelt 320 Newtonmeter maximales Drehmoment. Er beschleunigt den rund 1,7 Tonnen schweren Grand Tourneo Connect in 12,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 175 Stundenkilometern. Das sind erst einmal Werte, die jetzt keinen vom Hocker reißen, aber der 2 Liter Turbodiesel geht sehr kultiviert, sehr durchzugskräftig zu Werke. Das 6-Gang-Handschaltgetriebe, was hier vorhanden ist, arbeitet sehr, sehr gut. Der Schalthebel wird sauber durch die Gassen geführt und auch die Schaltwege sind nicht allzu lang. Und vor allem die Abstufung der Getriebeübersetzung, die ist auch sehr gelungen und sehr passend. Man hat stets genügend Kraftreserven zur Verfügung. Zur Not wird mal ein Gang oder vielleicht maximal zwei Gänge zurückgeschalten und dann durch das hohe Drehmoment wird souverän durchbeschleunigt und das auch auf der Autobahn und auch bei höherem Tempo, auch wenn man mal über 140 km/h mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Man muss sagen, auf der Autobahn fühlt sich der Motor auch sehr, sehr wohl, auch auf der Landstraße. Im Stadtverkehr, ja, da gibt es hin und wieder ein bisschen stärkere Vibrationen im Leerlauf. Start-Stopp ist aber hier gut umgesetzt, trotz nicht vorhandener Mildhybridisierung. Also hier gibt es keine Elektrifizierung der Antriebe, was ich ein bisschen schade finde. Könnte man meiner Meinung nach noch machen. Würde vielleicht auch helfen, nochmal den Verbrauch zu senken. Zudem kommen wir aber ja gleich am Ende des Videos. Akustisch bleibt der Antrieb ebenso zurück wie auch die Windgeräusche bis etwa 120 Stundenkilometer. Dann wird es hier schon etwas lauter, vor allem was die Windgeräusche angeht. Das Fahrzeug ist nicht allzu sehr gedämmt. Man merkt hier einfach den typischen Nutzfahrzeugcharakter mit eher dünneren Wänden, um hier möglichst viel Platz nochmal rauszuholen. Dadurch natürlich wenig Dämmmaterial und dadurch auch eine große Volumina, die wir hier haben, die auch zum beziehungsweise eben für eine Akustik schwer zu dämmen ist und auch dafür sorgt, dass eben Windgeräusche hier noch verstärkt werden durch das hohe Volumen im Innenraum. Nichtsdestotrotz, man erhöht zwar dann die Lautstärke beim Reden oder das Radio um eine Lautstärke, aber es ist wirklich gut dennoch auszuhalten und das auch auf längeren Strecken. Das konnte ich auf alle Fälle mit dem Fahrzeug testen für euch. Auf der Straße dann zeigt der Grand Tourneo Connect auch die Nähe zum Pkw und auch die Bodengruppe des Pkw kommt hier klar zum Tragen. Der Wagen liegt unheimlich gut auf der Straße, hat ein gutes Feedback von der Lenkung, die zwar ein bisschen zu leichtgängig ist, aber angenehm präzise ist und den Wagen sehr schön dirigieren lässt. Auf engen Wegen, der Wendekreis 12 Meter ist jetzt nicht sonderlich groß, was natürlich auch an der Abmessung des Fahrzeugs liegt. Aber in der Stadt fühlt sich der Wagen dennoch wohl.
auch wenn eben die Abmessungen recht groß sind, hat man eine gute Übersichtlichkeit durch die großen Glasflächen und wir haben hier die Möglichkeit natürlich noch Parkassistenten zu nutzen. Einparkhilfe vorne und hinten haben wir und eine Rückfahrkamera. Damit ist dann auch wirklich das Rangieren und Parkieren in der Stadt oder in engen Gassen oder ähnlichem, aber überhaupt kein Problem mit dem Ford Grand Tourneo Connect. Ein weiteres Sicherheitsplus sind hier auch die Assistenzsysteme, die verbaut sind. Der Ford schöpft ebenfalls hier wieder die Synergien aus der Kooperation mit Volkswagen. Einzig den sogenannten Travel Assist, den gibt es hier bei Ford nicht. Das heißt, diesen prädikativen Assistenten, der durch Topografie auf dem Navigationssystem mit Verkehrszeichendaten entsprechende Empfehlungen an den Fahrer gibt, für effizienteres und umweltbewussteres Fahren. Das gibt es hier nicht, aber es gibt eine aktive Spurhaltung, aktive Abstandsregelung, es gibt Notbremsfunktionen, es gibt eine Collision-Warnung, es gibt tatsächlich Querverkehrswarnung. All das, tote Winkelüberwachung, ist hier im Fahrzeug möglich und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass sich das Fahrzeug gerade auf der Langstrecke wirklich gut fahren lässt. Allerdings, und das habt ihr eben gerade auch schon gehört, die Assistenzsysteme, und das ist halt ein Manko, genauso wie die Touch-Bedienung, sind größere Baustellen, die der Volkswagen-Konzern eben hat und leider jetzt auch Ford bekommt durch die Kooperation hier. Man ist eben nicht komplett raus aus dem Ganzen. Die Software ist halt doch irgendwie von Volkswagen, trotz einer anderen Maske, die wir hier haben, und eben auch die Assistenzsysteme oder ähnlichen sind halt von Volkswagen und bringen eben ihre kleinen Problemchen durchaus mit. Jetzt wollen wir aber die Problemchen beiseite schieben und ich fahre zum Fazit und dann schauen wir uns an, was meine Meinung zum Ford Grand Tourneo Connect ist. Bis gleich. Ist der Ford Grand Tourneo Connect das beste Familienauto, das man sich derzeit kaufen kann? Das war die eingangs gestellte Frage und die beantworte ich mit einem klaren Ja. Warum? Ganz einfach, er ist technisch richtig gut, absolut auf der Höhe der Zeit. Er fährt sich super PKW-like, nicht so wie die Stellantis-Konzerne, wo es alles ein bisschen ja, rustikaler noch wirkt. Hier wirkt das Fahrzeug echt mehr PKW-like. Man hat hier und da aber immer noch den Bezug zum Nutzfahrzeug, alles sehr hellhörig, etwas dünner von den Wänden, nicht so gut gedämmt, aber nichtsdestotrotz, bei Langstreckenfahrten, bei Autobahnfahrten ist der Komfort einwandfrei. Ja, der Innenraumpegel ist etwas erhöht, aber wir haben alle Assistenzsysteme, die man im PKW hat. Fast schon teilautonomes Fahren ist hier umgesetzt. Wir haben gutes LED-Licht, wir haben tolle Sitze hier, sogar ergonomisch ausgeformte Sitze, auf denen sie einen tollen Langstreckenkomfort bieten. Der Motor richtig kräftig, der 122 PS Diesel ist für meine Begriffe genau der richtige Antrieb, den man sich hier in den Grand Tourneo holen sollte. Und warum sollte man auch den verlängerten Radstand nehmen? Ganz einfach, mit dem bekommt man nämlich auch einen deutlich größeren Türausschnitt hinten. Die Schiebetür ist verlängert und damit kommt man besser nochmal in den Fond hinein, kann die Türen weiter öffnen, die Kinder können leichter einsteigen, man kann größere Gegenstände leichter rein- und rausräumen. Und durch den verlängerten Radstand hat man einfach nochmal mehr Platz. Und das Variabilität ist hier etwas, was man als Familienvater allzu oft wirklich bis zum letzten Quäntchen braucht. Ob es die Siebensitzigkeit ist, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Die ist ja optional. In meinen Augen aber das größte Manko. Und genau das ist auch etwas, was sehr schade ist. Dadurch, dass man eben hier einen Volkswagen Caddy quasi hat, hat man auch die Probleme des VW Caddy, nämlich die Infotainment-Probleme, die immer wieder abstürzende Software und auch die gerne aussteigenden Assistenzsysteme oder willkürliche Fehlermeldungen, die wir jetzt zum Beispiel hier hatten, dass ständig das linke Rücklicht zu prüfen wäre, obwohl es einwandfrei funktionierte. Auch die Assistenzsysteme sind immer wieder gerne mal komplett ausgestiegen bis zum Neustart. Das alles bringen so ein bisschen die kleinen negativen Aspekte hier mit. Aber nichtsdestotrotz ist der Wagen für das Preis-Leistungs-Verhältnis, das er hat, richtig, richtig gut. Er kostet 36.530 Euro, eben als Grand Tourneo Connect Titanium mit dem großen Diesel und Handschaltung. Genau die Kombination würde ich auch wählen. 2.800 Euro ist der lange Radstand teurer und die könnte man durchaus gut investieren. So wie der Testwagen hier steht, so wie ich ihn nehmen würde, mit LED-Licht, Assistenzsystemen, und der
Kunstlederausstattung unter anderem kostet der Wagen dann 42.650 Euro. Das ist immer noch ein echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man dann mal so ein bisschen rumschaut. Vor allem, wenn man dann auch überlegt, was so ein elektrischer Hochdachkombi kostet. Ja, beim Verbrauch kommen wir natürlich auch noch zum Thema Kosten. 5,0 Liter ist der WLTP-Wert, mit dem er angegeben ist. Das ist schon sehr, sehr niedrig. Da hat man eher gedacht, oh, das wird wahrscheinlich nicht sein. Doch, 5,6 Liter haben wir erreicht. Jetzt auf unserer Verbrauchsrunde. Und ich kann euch sagen, durch eine wirkliche Langstreckenfahrt mit der Familie und hohe Auslastung der Zuladung kam ich bei hohem Autobahnanteil von 90%, so immer so 130, 140 gefahren, auf einen echt guten Wert von 6,2 Litern. Und da muss ich schon sagen, was will man eigentlich noch mehr? Wir haben einen riesen Aktionsradius von deutlich über 800 Kilometer mit dem Wagen. Und so macht das Ganze dann auch echt Spaß. Im Alltag viel Platz und der Wagen fährt sich unheimlich komfortabel. Das war es jetzt von mir aus hier. Jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Schreibt sie mir sehr gerne unten in die Kommentarbox. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ein Abo des Kanals würde mich auch sehr freuen, um dem Kanal hier Wachstum zu geben. Und dann klickt auch beim nächsten Video hier gerne wieder rein bei Ubi Tested zum nächsten Video. Und ich sage Tschüss und Servus und danke fürs Reinklicken. Euer Ubi.